erhalten einen Hut, ein einfacher Hut, der aber auf alle erdenkliche Arten getragen werden kann. Probiere ihn mit Hutfrisur. Das ist doch jetzt genau der Weg, den man hätte auch nehmen können. Ein Geist. Ja, mach mal rein. Na nö. Ich möchte ein bisschen aufpassen. Vielleicht nehmen wir das mit dem Freilaufen. Doch noch mal raus. Weil momentan nervt es mich, ehrlich gesagt. Dann lasse ich das lieber erstmal und mache das auf jeden Fall beim Kampf. Also beim Kampf mit diesem komischen Viech da. Beim Drachen, Salamander, da nehmen wir das auf jeden Fall wieder mit rein. Das wird ja sonst nichts. Nehmen wir die so klein? Die haben nur eine Schwäche gegen Feuer, also es nützt ja dann nichts. Lass ausprobieren. Sie hat doch ganz viele... Da, das... Achso, ich kann ja nur die hier machen. Blitzbomb. Hier. Okay, jetzt haben sie fusioniert. Da bin ich ja gespannt, ob die danach immer noch... die Blitzbomben macht. Sollten sie bis zum Ende nochmal entfusionieren? Ach, hat sich schon. Okay. Die Kamera steht gerade auch wieder durch. Okay, also wenn sie aus der Amateurisierung wieder zurückkommt, hat sie den Befehl nicht mehr drin. Das heißt, man müsste den Befehl ebenfalls nochmal nachdrücken. Wenn man möchte, dass sie den weiterhin macht. Gut zu wissen. Ach, das hier ist eine Miezekatze. Ist hier auf dem Weg noch was? Ja, hier ist nämlich der zweite Stein. Ach nee, ist ein anderer. Taschengeld. 3.400 Gold. Das ist nicht gerade wenig, würde ich sagen. So, von der Höhle sind wir gekommen. Das ist sehr praktisch, dass wir jetzt alle Fähigkeiten haben. Ach ja, das war, damit uns Gegner nicht sehen können. Sehr cool übrigens. Ja, mal hier runterlaufen. Na komm. Ja. Ach, diese Geister mögen uns einfach, würde ich sagen. Na komm. Wir haben irgendwie nur Pfeilsturm, kann das sein? Wir haben irgendwie nur Pfeilsturm. Ich finde das zwar ganz witzig, aber... Aha, wir haben auch nur zwei. Ja, na gut, okay. Man soll sich ja... Man soll ja, also... Man soll es ja nicht übertreiben. Ah. Ach, das ist nur, wenn er alleine ist. Okay. Hätte er sein können. Ja. Also mit Edna habe ich wesentlich mehr Auswahl. Als, habe ich auch recht viel. Oder kommt mir das nur so vor, weil ich mit Edna,
Jetzt komme ich nicht auf das Wort. Vietnam nicht amortisierten Zustand einfach mal mehr. So, gleich mal amortisieren hier. Da kam der Feenkreis etwas spät. Das sind die verborgenen Artes, oder? Es tut mir so leid, ich muss immer öfters mal reingucken, weil ich mir das absolut nicht merken kann. Mystische Arte. Kriegs. Verborgene. Genau, das ist das Verborgene. Ja, wie auch immer. Hier ist auch nichts. Prüfen. Neue Fundstelle. Heliktiten. Ja, das sieht aus wie so ein Ringelschwänzchen. Ein Heliktit. ヘリクタイトか。ヘリク?ヘリクタイト。こういうねじくれた鍾乳石のことだよ。確かに。かなりひねくれてるよね。ああ。誰かみたいに。あ?鍾乳石って伸びるのにすっごい時間かかるんでしょ?すっごい時間。ひねくれ続けたんだろうね。誰かみたいに。変わってるけど、神秘的で綺麗だよね。ああ。 Vielleicht war das ja gar nicht auf dich bezogen. Ich glaube, ich habe da vorne was gesehen. Ja, wir werden die anderen Dinger da auch noch abklappern. Da ist wieder die Mieze. Da haben wir es aber schön überrascht jetzt. Also mit der, was ist das, RB-Taste? Müsste das sein? Ich guck mal kurz. Nein, Entschuldigung, mit der RT-Taste und A gedrückt halten und dem linken Stick kriege ich Seelenresonanz hin. Das war jetzt eigentlich nur mal so ein Probeding. Ob das wirklich so ist. Eine Blume. Rotes Eisenkraut erhöht die Verteidigung um 3, stellt außerdem KP und SK vollständig wieder her. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Und die Mütze wieder überrascht. Da ist das Lebenselixier. Sehr schön. Ich glaube, langsam habe ich es raus. Ich weiß, ich brauche länger wie manch anderer, aber ist mir egal. Ist mir ganz ehrlich völlig egal. Ich weiß, dass ich da ein bisschen schwer vom Begriff bin. Hey, wir haben fast eine Truhe übersehen. Aber was lange währt, wird gut. Drachenschwanz. An einen Drachen erinnernder Stab, der zur Verteidigung gegen denselben gefertigt wurde. Für Mikleo. Na Mikleo, was sagst du? Ist der gut oder ist der nicht gut? Wir haben den sogar zweimal. Oh, das sind aber viele Punkte. Die verschmolzen müssten eigentlich der Knaller für Mikleo sein.
Das werden wir in dem Dorf mal probieren, dass wir den einen verschmelzen. Also ich versuche mir das irgendwie selbst ein bisschen so beizubringen, weil ich habe das mit dem Verschmelzen nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Deswegen irre ich da noch so ein bisschen rum. Und ich wollte doch da hochlaufen, in die kleine Höhle, die da noch gerade zukommt. Oder war ich da jetzt schon drin? Nee, oder? Nein, war ich nicht. Hey, Sturm. Sehr gut. Hier wollte ich noch mal hochlaufen. Ah, halt. Falsche Taste. Jetzt können wir da nämlich auch rüber. Und noch eine Truhe. Zwei Truhen sogar. Schön. Pfirsichgummi. Sehr gut. Davon haben wir nämlich fast... Ja, zwei, drei haben wir, glaube ich, gebraucht. Zwei auf jeden Fall. Federtritt. Leichte Damenschuhe für Bewegungsfreiheit konzipiert. Saugen sich bei starkem Regen, aber wahrscheinlich mit Wasser voll. Gucken wir mal. Ist nur für die Damenwelt gedacht. Ja, man könnte es ihr mal anziehen. Ach, Leila, was mache ich bloß mit dir? Was mache ich bloß mit dir? Ah, nee, die Armorie noch weiter runter möchte ich ehrlich gesagt nicht. Bei ihr würde ich schon ganz gerne das drauf machen. Wir probieren das mal. Da wäre wieder etwas höher. Ich möchte die Armorie von ihr nicht so tief, nicht so runterholen, weil Layla jetzt allgemein nicht so gut ist, sage ich jetzt mal, voller, was das angeht. Die hatte sie vorher an, genau. Sieht man das an ihren Füßen eigentlich? Nein. An den Waffen sieht man's. An den Waffen sieht man das, wenn man was geändert hat. Ja, wir laufen hier runter. Ich finde es angenehmer, jetzt dann da den Bogen zu laufen und dann bloß nur kurz hoch zu gucken, ob wir da noch was finden oder nicht. Anstatt gerade rüber zu laufen und dann doch nochmal den ganzen Bogen untersuchen zu müssen. Die hat uns gesehen. Die hat uns gesehen. Sehr schön. Also das haben wir raus. Ich muss wirklich sagen, das haben wir bereit. Naja, aber nicht so viel Blasen können. So ist besser. Juhu, auch Layla ist aufgestiegen. Das sieht doch gut aus. Ein Level machen wir auf jeden Fall noch. Ich möchte gerne, dass wir noch ein Level machen. Hier war ein Geist. Sehr gut, es wäre fast eine gefährliche Begegnung geworden. Ach so, ich kann nicht amortisieren. Aha. Bei Matteo auch. Ja, Sorey hat auch ein. Nee, ja, okay. Verstehe, verstehe. Dann müssen wir uns erst ein bisschen wieder was erarbeiten. Jetzt jammer doch nicht so. Du bist der Held. Sollst es werden.
Ey, Eispfeile. Das kann ja nur mit Cleo gewesen sein. Aua. Ja, das dauert jetzt aber eine Sekunde. Mal ganz kurz warten. Sehen könnte ein bisschen aufgehen. Nein. Eine Truhe. Das ist aber eine goldene, ne? Dafür haben wir keinen Schlüssel. Ah, schade. Wir haben schon viele goldene Truhen gesehen, konnten aber viele nicht aufmachen, weil wir den Schlüssel nicht hatten. Ich weiß auch noch nicht, wo wir den herkriegen. Bis jetzt hatten wir immer dann irgendwann irgendwo einen Schlüssel drin. Und ich könnte mir sogar denken, dass das der besagte Schatz sein soll. Die ganzen Truhen hier. Jetzt habe ich eben gedacht, was ist das denn? Aber es war nur ein Felsgebilde. Noch mehr Höhle. Und ein Speicherpunkt. Dann speichern wir das mal. Ist hier irgendwas Besonderes? Ich renne hier einfach mal mein Verderben, ne? In der Höhle waren wir nicht, nein. Ist hier irgendwo was? Ein Aktionspunkt? Mir scheint nichts zu sein. Nö. Hier ist nichts. Das ist leer. Es ist leer. Der Schatz scheint hier wirklich... Ja, die zwei goldenen Truhen noch zu sein, die wir leider nicht aufkriegen. Dann noch mehr? Nee. Na, dann gehen wir zurück in die Stadt. Würde ich sagen, oder? Weil es ist hier ja tatsächlich nichts. Da läuft noch ein Monster. Ja. Mann, lass doch los. Ach, manchmal stelle ich mich aber ein bisschen blabber. Ach ja, ihr zwei. Ihr werdet auch nicht wirklich grün werden, ne? In Ordnung. Hier ist nichts weiter, dann kann man hier auch rausgehen. Laufen hier weiter. Erstmal gucken, wo ich lang laufe. Ah, ich muss doch nach oben. Ich muss doch in die andere Richtung. In diese hier. La la la, la la la. Eine Bergwandlung.
Schöner AOE-Schaden eigentlich. Die zwei stehen da wie zwei Deppen, weißt du, oh, was machen wir jetzt? Aber wir müssen ja angreifen. Imasu Tukoki, verstehe ich immer nur. So. Schwächere Sterne sehen, wenn sie glänzen. Was? Wie bitte? So. Nur ganz kurz das aufschreiben. Moment. So. Hammer. Hammer, Hammer. Das nächste Mal muss ich dran denken, dass ich mir ein anderes Kissen auf den Stuhl lege. Irgendwie sitze ich schief, habe ich das Gefühl. Voilà, vorbeigelaufen. Zumindest habe ich das Gefühl, ich sitze schief. Da ist eine Truhe, die ich übersehen habe. Ach, das ist sehr langwierig. Ja, Sturm von Boden. Da, die Truhe habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ja. Na komm. Na komm. Manchmal habe ich das Gefühl, die letzten Punkte, Lebenspunkte sind immer hartnäckig. Die wollen absolut nicht runter. Die hängen irgendwie wohl doch an ihrem Leben. Heiliger Reif. Allheilmitteltrank. Wir legen das zurück. Ein Reif haben wir bekommen. Jetzt hat er von denen schon drei. Wir müssten den mit dem zusammenbringen. Ja. SA-Erhöhung nach 10 erzielten Treffern plus 5. Und hier ist es SK-Wiederherstellung bei erfolgreicher Betäubung. Das heißt, den mit dem. Dann haben wir alle vier Sachen. So denke ich, ist das gedacht. Und dann muss man vielleicht manchmal einfach mal, ja, nicht auf die Werte vielleicht gucken. Fällt mir mal schwer, weil ich das aus den MMOs noch so kenne. Wenn man da nicht auf die Werte geguckt hat, oh, das war grauenhaft. Kann ich natürlich auch irren, dass ich hier mehr, noch mehr wieder auf die Punkte achten muss. Andererseits sind das Bonusfertigkeiten. Ja, kriegen wir die Mieze her. Wunderbar. Sehr schön. Geht doch. Wasserring und eine Amphibolweste.
Okay, sonst ist hier nichts weiter. Dann gehen wir wieder raus. Wir haben hier unten noch diese Höhle. Und wir haben fast ein ganzes Level. Zwei oder drei Level schon. Das sind jetzt natürlich keine berauschenden Folgen. Ich bin ja nur am Level. Aber ich muss schon sagen, das ist auch interessant. Ich könnte das natürlich jetzt privat spielen. Aber ja, man sieht ja, dass ich trotzdem irgendwie noch was brauche. Sie hat es doch echt gemacht. Aber er lebt wieder. Das finde ich sehr kurios, dass er dann wieder lebt. Mit einem Lebenspunkt. Mango Sorbet. Mehr gibt's nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also diese Trolle sind echt eine miese Sache. Das muss man echt sagen. Oh schade, den wollte ich noch machen. Dieses schnellere Laufen finde ich toll. Hinter. Das finde ich auch. Ach, wir haben auch die Egel hier, habe ich gar nicht gesehen. Gar nicht aufgepasst. Noch mehr Blutegel. Bam. Gitti, 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 gitti. よし、締めてください。マジで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 。マジ
Das Wirken eines mystischen Atems mit KP bei 25% oder weniger verringert die benötigte SA für jede Figur um 1, jedoch nur ein einziges Mal. Das kann man sich mal vielleicht für einen Boss aufheben.